Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Google Docs Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich eine Checkbox in Google Docs einfügen kann. Das ist eigentlich ganz einfach und wir öffnen dafür mal ein Dokument. Und hier will ich jetzt zum Beispiel mal eine kleine Einkaufsliste schreiben, weil wir zum Beispiel Milch brauchen und gleich noch andere Produkte. Wie kann ich das denn umsetzen? Die Checkbox funktioniert mit einer ganz einfachen Symbolkombination. Wir müssen einfach an die Stelle gehen, an der wir die Checkbox wollen und dann müssen wir eckige Klammern setzen. Das mache ich mit der rechten Alt-Taste, der Alt-Groß-Taste. Und dann ist es auf meiner Tastatur die 8 und die 9. Damit setze ich eckige Klammern. Und wenn ich jetzt ein Leerzeichen setze, dann wird eine Checkbox eingefügt. Und diese ist direkt auch formatiert, dass, wenn ich sie anklicke, der Text dahinter durchgestrichen wird. So kann ich damit also direkt interaktiv arbeiten. Und auf diese Art und Weise kann ich hier ganz einfach neue Checkboxen erzeugen. Durch den Zeilenumbruch vermutet Google Docs, dass hier zum Beispiel meine Liste auch weitergehen soll. Jetzt möchte ich noch Brot und vielleicht auch noch Eier. Und dann kann ich die ganz einfach einkaufen und wenn ich hier Projekte habe, kann ich diese ganz einfach ankreuzen und sind sie durchgestrichen. Von daher ist das relativ einfach. Man muss, wie gesagt, nur diesen ganz kleinen Trick mit der Formatierung und der Symbolkombination kennen. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavu. Ciao.